Der Islam ist sehr leicht zu verstehen. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns Gebote und Verbote auferlegt. Halten wir uns an diese, werden wir belohnt. Missachten wir diese, werden wir bestraft. Sobald wir sterben, wird unser Körper ans Grab gelegt und nichts wird uns begleiten. Nicht unsere Freunde, nicht unser Besitz und nicht einmal unsere Familie. Das Einzige, was uns auf dieser Reise begleiten wird, sind unsere Taten, die wir in dieser Welt verrichtet haben. Und an einem festgesetzten Tag werden dann unsere Taten abgewogen. Wenn auf der Waage die guten Taten überwiegen, dürfen wir durch Allahs Barmherzigkeit das Paradies betreten und ewige Glückseligkeit wartet auf uns. Wenn jedoch die schlechten Taten überwiegen, bekommen wir die Strafe Allahs zu spüren und wir werden auf unbestimmte Zeit in Jahannam verweilen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle davor bewahren. Amin. Meine geehrten Geschwister, was denkt ihr, welche Seite überwiegen würde, wenn genau jetzt eure guten und schlechten Taten abgewogen werden sollen? Hierbei muss man aufrichtig zu sich selbst sein. Und wenn man das Gefühl hat, dass die schlechten Taten überwiegen, sollte man sich fragen, woran das liegen könnte. Warum wollen wir nicht die Besten und die Ersten sein, wenn es darum geht, gute Taten für Allah Ta'ala zu vollziehen? Der Einfluss der Gesellschaft spielt eine große Rolle dabei, denn oft ist es nicht der Islam, der unser Denken und unser Handeln bestimmt, sondern unsere Neigungen, die stets auf maximale Weise befriedigt werden wollen, ungeachtet der Konsequenzen, die uns am Tage der Abrechnung erwarten. Wir wollen in vielen Bereichen die Ersten und Besten sein, aber leider oft bei den falschen Dingen. Man will als Erstes einen Freund oder eine Freundin haben, um damit anzugeben, die schönste Person geklärt zu haben. Wenn die neuesten Klamotten rauskommen, will man der sein, der sie als Erstes besitzt. Und wenn es um Geld geht, will man der Reichste unter seinen Freunden sein. So sieht der Alltag vieler Muslime heute aus. Wir streben nicht danach, die Besten und Ersten bei Allah subhanahu wa ta'ala zu sein, sondern die Erfolgreichsten im Diesseits. Und wenn man sich dann doch mal überwindet, gute Taten zu verrichten, dann gibt man sich bereits mit dem Nötigsten zufrieden, da man den Islam sehr rechtlich sieht und denkt, dass es reicht, nur das Mindeste zu tun. Hauptsache, man kommt, wenn überhaupt, seinen Pflichten nach. Mehr zu tun, kommt einem gar nicht in den Sinn. Aber genau vor so einem Lebensstil warnt uns Allah subhanahu wa ta'ala. Am Ende deines Lebens wird es nicht das Paradies sein, welches auf dich wartet, sondern womöglich das Höllenfeuer. Meine lieben Brüder und Schwestern, ich habe eine gute Nachricht für euch. Denn Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns im Koran von einer Gruppe von Muslimen, welche den größten Lohn erwarten dürfen. Und dieser gewaltige Lohn könnte unser Ticket in das Paradies sein. Allah subhanahu wa ta'ala spricht im Koran: Und die Ersteren, dies sind wahrlich diejenigen, die Allah nahegestellt sein werden in den Gärten der Wonne. Die Rede ist von den Sabiqun, den Ersteren, einer Gruppe von Muslimen, die eine ganz besondere Eigenschaft aufweisen, welche sie zu Bewohnern der höchsten Stufen des Paradieses macht. Die Eigenschaft, immer die Ersten sein zu wollen. Die Ersten, die gute Taten für Allah subhanahu wa ta'ala vollbringen. Sie waren keine Mitläufer in Dingen, die Allah ta'ala verabscheut, sondern sie sind vielmehr die Trendsetter in dem, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Sie sind die Ersten, die neue Trends in ihrem Umfeld einführen, um die Muslime auf den geraden Weg zu führen, wofür wir Allah jeden Tag im Gebet in der Sura Al-Fatiha bitten. Sie tun Dinge, die andere nicht tun. Anstatt Rap-Videos zu verbreiten, verbreiten sie Videos mit islamischen Botschaften. Anstatt mit den neuesten Klamotten aufzufallen, fallen sie durch eine islamische Persönlichkeit auf. Anstatt Zina zu begehen, wollen sie schnellstmöglich halal heiraten. Und anstatt sich auf Instagram zu präsentieren, präsentieren sie den Menschen den Islam. Die Eigenschaft, mit guten Taten vorauszueilen, ist die der besten Generation der Menschheit, der Gefährten des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, mit denen Allah zufrieden ist. Und sie erwartet ein gewaltiger Lohn. Wir haben jetzt die Wahl. Wollen wir durch das Vorauseilen mit guten Taten auch zu den Sabiqun gehören? Oder wollen wir lieber Mitläufer sein, die das Ansehen der Menschen gegen das Paradies eintauschen? Wollen wir zu denen gehören, die die Nähe zu Allah gegen seine Strafe eintauschen wollen? Wer willst du sein? Beantworte dir diese Frage und sei aufrichtig zu dir selbst.
Vielleicht ist es an der Zeit, etwas in deinem Leben zu verändern. Wir sollten die Worte des Propheten sallallahu alaihi wasallam verinnerlichen und immer die Ersten sein, die ihre Chance ergreifen. Als Vorbild mit guten Taten vorauszueilen und so der Trendsetter im Guten zu werden. Denn in einem Hadith heißt es sinngemäß, wer im Islam eine gute Sunna einführt, bekommt sowohl für die eigene Tat Lohn bei Allah, als auch für die Tat derjenigen, die sie ausführen. Und wer einen Weg für üble Taten ebnet, wird sowohl die Sünde der eigenen Tat, als auch die Sünde derjenigen auf sich laden, die sie seinetwegen ausführen.